Professor Mielke bitten, seinen Vortrag zu halten, Schwangerschaft und Pränataldiagnostik. Er ist Professor an der Universität Tübingen und einer der wenigen D3-Kollegen hier im Raum Stuttgart. Ein wissenschaftlich hochaktiver Kollege mit vielen Preisen. Ich denke, er wird uns einen interessanten Vortrag geben. Bitte schön. Ja, lieber Herr, für die Einladung hierher auch Glückwunsch für Ihre Tätigkeit so lange hier in Stuttgart und die heutige Veranstaltung. Und ich freue mich, dass ich auch wieder 10 Jahre nach der letzten Veranstaltung auch heute hier wieder bei Ihnen sein darf. Ich möchte nur einige interessante Themen jetzt anreißen aus dem klinischen Bereich, teilweise auch schon angesprochen von meiner Vorrednerin, eben des Ersttrimesters, Screening, die Diagnostik, den Link zur Genetik, der ja schon angesprochen worden ist, dann aber auch die Organdiagnostik im zweiten Trimenon, wo sich jetzt einiges geändert hat und für viele vielleicht interessant ist, und nun kurze Aspekte noch aus der 3D-Diagnostik und den Interventionen. Ja, wir haben es eben schon gehört, auch wenn jetzt viele neue Tests aus dem mütterlichen Blut angeboten werden, ist ohne Frage die Ersttrimester-Diagnostik nicht nur im Hinblick auf die Nackentransparenz, sondern auch die Organdiagnostik von zunehmender Bedeutung. Und Sie kennen das, können das vielleicht wieder ein bisschen dunkler machen, geht das vor? Dass man das Ultraschall ein bisschen besser sieht. Und die meisten von Ihnen oder sehr viele führen ja auch die NT-Messungen durch. Und Sie wissen, dass eben zusätzlich zu der NT-Messung viele andere Parameter hilfreich sind für die Risikoabschätzung. Und wenn man jetzt nur den Nacken anschaut, natürlich kann man ganz große Anomalien wie hier solche zystischen Hygrome erkennen, die eben auch nicht unbedingt chromosomal bedingt sind, also sprich dem nicht-invasiven Test im Blut entgehen. Aber es sind natürlich oftmals dann auch eher vielleicht mildere Verdickungen oder grenzwertige. Und da ist es so, dass man wissen muss, oftmals die Patienten doch sehr stark verunsichert sind durch Nackenverdickungen, aber man sie primär schon erstmal beruhigen kann, indem man ihnen sagt, dass auch in diesem Grenzbereich, beispielsweise um die 3-3,5 mm Nacken, trotzdem die allermeisten Kinder gesund sind. Natürlich, wenn der Nacken 5 mm oder mehr hat, dann sehen Sie, dann sinkt diese Rate doch deutlich. Wichtig bei dem Ersttrimester-Screening ist, dass auch Zusatzparameter berücksichtigt werden. Und Sie sehen hier das Nasenbein, das ist sicher einer der wertvollsten Parameter, auch mit einer sehr starken Gewichtung in den Programmen. Ein anderer Parameter im Hinblick auf das Gesicht, der Gesichtswinkel, hat durchaus auch Aussagekraft, hat sich nicht durchgesetzt, insbesondere aufgrund der Variabilität auch dieser Messtechnik und so weiter. Aber Sie sehen, es gibt hier schon auch deutliche Unterschiede in dem Gesichtswinkel, der auch im FMF-Programm integriert ist. Die kardiovaskulären Parameter sind von großer Bedeutung, haben auch ein großes Gewicht in den Risikokalkulationen. Das ist der Ductus venosus mit dem Vorwärtsfluss während der A-Welle normal. Und hier sehen Sie diesen Reverse-Fluss. Das ist ein starker Risikoparameter im Hinblick auf Chromosomenstörungen, aber auch Herzfehler. Und ähnlich ist es mit der Trigospitalklappe. Da sehen Sie hier das normale Flussprofil in der Frühschwangerschaft. Und dann hier einen starken Rückfluss an der AV-Klappe als Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Chromosomenstörungen einerseits, aber andererseits auch im Hinblick auf Herzfehler. Damit ist man auch schon mittendrin in der Organdiagnostik im ersten Trimenon, die zunehmend an Bedeutung gewinnt und auch die Detektionsraten immer größer werden. Und Sie sehen, mit 10 Wochen kann man den Vierkammerblick manchmal schon erahnen, mit 11 Wochen bis 13 Wochen verbessert sich das deutlich. Und es gibt viele große Studien zu dem Thema, die praktisch alle mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung dann über 95% Darstellbarkeit der wichtigsten kardialen Strukturen schon im ersten Trimenon ermöglichen. Sie sehen hier zum Beispiel jetzt einen Vierkammerblick und sehen jetzt hier mit den modernen 3D- und Schnittbildmethoden praktisch das ganze Herz im ersten Trimenon vom Vierkammerblick über den linken Ausflusstrakt bis hin zum rechten Ausflusstrakt und den Zusammenfluss von Ductus und Isthmus, und haben jetzt hier im ersten Trimenon, kann man sagen, schon mit diesem Bild die meisten, zumindest schweren Herzfehler ausgeschlossen.
Hier sieht man mal einen Herzfehler aus der Frühschwangerschaft, 12 Wochen. Der typische Herzfehler aus der Frühdiagnostik ist der AV-Kanal. Sie sehen hier den Defekt in der Mitte. Und hier in der Farbe sieht man dann auch den Einstrom durch die Mitte und eben die ausgeprägte AV-Klappeninsuffizienz. Warum ist das der typische Herzfehler des ersten Trimenon? Weil er eben sehr häufig bei Chromosomenstörungen vorliegt und die wiederum natürlich durch die Nackenverdickung auch auffallen und dann der Diagnostik zugeführt werden. Hier nochmal jetzt der AV-Kanal dann im zweiten Trimenon. Ein Herzfehler, den man möglichst nicht übersehen sollte, weil er eben auch mit einer sehr hohen Rate an Chromosomenstörungen einhergeht. Und Sie sehen das jetzt hier auch nochmal im 3D. Die 3D-Technologie spielt auch in der Herzdiagnostik eine zunehmende Rolle und man kann schon ganz gut eben das Typische des AV-Kanals erkennen, der Defekt im Septum, im Vorhofseptum und in der AV-Klappe. Oder auch hier nochmal ein Beispiel aus der Frühschwangerschaft mit einem Double-Outed-Right-Ventrikel. Hier ist die linke Kammer, die rechte, und Sie sehen, beide Kammern, beide großen Gefäße kommen aus der rechten Kammer. Wie viele Herzfehler kann man jetzt im ersten Trimenon schon erkennen? Hängt natürlich stark vom Untersuchungsgut und von den Untersuchungsgruppen ab. Aber Sie sehen, hier werden jetzt aus spezialisierten Zentren einmal im Jahr 2006 schon 63% im ersten Trimenon, bis dann eben 85-86% im dritten Trimenon angegeben. Und jetzt aus derselben Gruppe, dann 2011, sind wir schon im ersten Trimenon bei 86% bis 97% im dritten Trimenon. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, kann man die meisten schweren Herzfehler im ersten Trimenon erkennen, wenn ein versierter Untersucher natürlich die Untersuchung durchführt. Ich möchte kurz auf ein Thema eingehen oder erläutern, was in den letzten Jahren eine größere Bedeutung hat und was Sie auch immer wieder in Befunden von uns finden. Das ist diese sogenannte apparente rechte Subclavia, sprich die rechte Subclavia kommt nicht aus dem Truncus brachiocephalicus, sondern geht als letztes Gefäß aus dem Aortenbogen ab, macht einen Schlenker um den Ösophagus und um die Trachea. Und es hat so eine Prävalenz in der Bevölkerung von ca. 1%, aber häufiger bei Herzfehlern und häufiger eben auch bei Chromosomenstörungen, insbesondere bei der Trisomie 21, sodass es eben auch als ein zusätzlicher Softmarker, kann man sagen, für die Trisomie 21 gilt. Hier sieht man das nochmal, das ist jetzt der normale Truncus brachiocephalicus mit der rechten Subclavia, auch hier im 3D-Bild nochmal, das ist die Vene dazu, und hier sieht man jetzt diese Aberrante, die ganz als allerletztes Gefäß vom Aortenbogen direkt vor der Wirbelsäule zum rechten Arm angeht. In dem Zusammenhang ist auch der Thymus wichtig, denn Aortenbogenanomalien gehen häufig mit oder können mit Mikrodeletionssyndromen einhergehen und die wiederum mit Thymushypoplasien oder Aplasien. Und in solchen Fällen gucken wir jetzt auch zunehmend nach dem Thymus, um das Risiko zumindest abzuschätzen. Es gibt für die Interessierten jetzt auch neue Guidelines von der ISOOC, also der Internationalen Society für Ultraschall in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Die kann man nachlesen im Internet. Das sind sehr interessante Hinweise jetzt für die Durchführung des Ultraschalls im ersten Trimenon. Und hier sehen Sie aus einer ganz aktuellen Publikation von 2013, dass in spezialisierten Zentren eben doch mit dem Ersttrimester Ultraschall-Organdiagnostik schon 96% der wesentlichen Malformationen erkannt werden können und bei Herzfehlern das sogar 90% sind, bei ZNS-Fehlbildungen 70%. Also sprich, es ist ganz klar erkennbar, dass die Organdiagnostik sich eindeutig ins erste Trimenon verlagert. Das will ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, die zellfreie DNA im Blut, auch eine aktuelle Arbeit aus England von Nicola Edes, und man hat hier auch nochmal 1000 Fälle untersucht, und man muss natürlich auch wissen, dass es Fälle, das war immerhin hier 5%, die primär nicht auswertbar waren, also wo man nicht genug Material gefunden hat. Man kann das zwar dann nochmal wiederholen und in 2/3 der Fälle gelingt dann Diagnostik, aber natürlich auch mit entsprechendem Zeitverlust, und es gibt eben auch eine ganze Reihe von Fällen letztlich, bei denen die Analyse nicht gelingt.
Und diese Tabelle ist sehr interessant. Das sind jetzt die Fälle, die auffällig waren im DNA-Test im Blut. Und Sie sehen, schauen Sie sich die Risiken an, die beim Ersttrimester-Screening, das parallel durchgeführt wurde, rausgekommen sind. Allerdings mit Zusatzparameter, nicht nur Nacken, sondern eben auch zusätzlich mit dem Nassenbein und mit den kardiovaskulären Parametern. Und schauen Sie, in allen Fällen, die hier positiv waren für Trisomie 21 und 18, in allen Fällen war auch dieses Ersttrimester-Screening hochpositiv, bis auf einen Fall, der war im Ersttrimester-Screening unauffällig, und das war jetzt ein falsch positiver aus der DNA mit Trisomie 18, der Karyotyp war unauffällig. Was ich damit sagen will, das Ersttrimester-Screening mit den Zusatzparametern hat auch eine sehr, sehr hohe Detektionsrate, und man kann sich letztlich nicht 100% auf den DNA-Test verlassen. Er muss immer überprüft werden durch die Karyotypisierung. Und die Karyotypisierung wird zunehmend immer die Kreuzbiopsie sein. Sie sehen hier die Kreuzzoppenbiopsie, weil einfach die Diagnostik ins erste Trimenon sich verlagert. Einerseits durch die zunehmende Ersttrimester-Diagnostik im Screening, aber andererseits eben auch über den DNA-Test. Sie sehen letztlich die CVS ähnlich wie die Amniozentese, aber man bleibt in der Plazenta, die Nadel wird durch die Plazenta ein-, zweimal vor- und zurückgeschoben und dabei aspiriert. Ja, im zweiten Teil möchte ich nochmal auf die morphologische Beurteilung des Feten im zweiten Trimenon eingehen. Sie wissen, gibt es ja die neuen Mutterschaftsrichtlinien, und die Schwangere kann jetzt entscheiden, ob sie die systematische Untersuchung der Morphologie möchte oder nicht. Und dadurch hat sich jetzt natürlich in den letzten Monaten einiges geändert. Sie haben die vielen Diskussionen verfolgt. Und ich möchte nur einige wichtige Aspekte zu den Punkten, die jetzt gefordert sind, ansprechen. Und Sie kennen diese Parameter, sie sind ja inzwischen auch im Mutterpass integriert. Und ich möchte aber einige interessante Aspekte jetzt nochmal beleuchten. Beim Ultraschall-Screening geht es natürlich nicht nur um die Organe, sondern auch um die allgemeinen Dinge wie Fruchtwasser, Plazenta, Nabelschnur. Und da möchte ich erst nochmal darauf hinweisen, dass eben die Nabelschnur, die meisten von Ihnen haben Farbdopplergeräte, und die Nabelschnurarterien viel, viel leichter mit der Farbe erkannt werden können, und auch die singuläre Nabelschnurarterie schon im ersten Trimenon mit der Farbe viel, viel leichter als später dann einfach nur in der 2D-Diagnostik. Ein wichtiger Punkt, auf den man gerade in dem ersten Ultraschall achten sollte, ist der Ansatz der Nabelschnur. Sie sehen, wie hier die Nabelschnur aus der Plazenta kommt. In der Mitte, eben hier können wir schon Inserts oder Lamentosa ausschließen, die ja doch auch keine geringe klinische Bedeutung hat. Und Sie sehen hier eine Inserts oder Lamentosa im ersten Trimenon. Hier ist die Plazenta, der Fet oder der Embryo. Und Sie sehen, wie die Nabelschnur über eine ganze Strecke über das Amnion läuft und erst dann hier in die Fruchthöhle. Und schauen Sie hier, eine Gemini-Schwangerschaft, hier ist die Trennwand, und auf der Trennwand laufen die Gefäße, und dass das eine große klinische Bedeutung im Hinblick auch auf die Geburt hat, ist natürlich offensichtlich. Die Plazenta Previa ist ein Thema, was zunehmend ist, auch durch die reproduktionsmedizinischen Maßnahmen haben wir häufiger Plazenta Previa. Und man sollte unbedingt auch im ersten Trimenon schon nach der Plazentalage schauen. Natürlich ist es sehr häufig, dass die Plazenta im ersten Trimenon tief liegt oder auch über Muttermund. Aber sehr, sehr häufig ist es auch, dass wenn die Patientin das nicht weiß und vielleicht doch auch sehr starke körperliche Anstrengungen auf sich nimmt, dann leichter Blutungen auftreten. Und also auch im ersten Trimenon, meine ich, sollte man die Plazentalage schon beurteilen, und es ist offensichtlich, dass solche Gefäße direkt vor Muttermund natürlich große Probleme machen können. Aber man sollte, wenn man schon vaginal schaut und ein entsprechendes Gerät hat, nicht nur nach der Plazentalage schauen, sondern einmal kurz mit dem Farbdoppler auch vor dem inneren Muttermund schauen, ob Gefäße hier liegen. Schauen Sie, hier ist die Cervix, hier ist eine Nabelschnurarterie, eben velamentös gelegen, und diese Arterie, wenn sie direkt vor dem Muttermund ist,
ist natürlich fatal für die Geburt, sprich, ist natürlich eine absolute Sektio-Indikation. Aber man muss es wissen und man kriegt es nur raus mit dieser Methode. Anomalien der Plazenta können selten auch mal Tumoren sein, das sieht man hier, auch da brauchen wir den Farbdoppler. Und wir haben zunehmende Sektio-Raten, das bedeutet auch zunehmende Raten an Komplikationen der Plazenta im Sektio-Bereich. Also sprich, man sollte auch auf die Plazenta-Lage im Hinblick auf die Sektionarbe schauen und eben auch versuchen, solche Komplikationen wie hier möglichst schon vor der Geburt zu erkennen. Und da hilft einem auch der Farbdoppler, sprich hier ist eine Perkreta bis in die Blase hindurch. Ja, einige Aspekte zur Organdiagnostik. Der Kopf ist ja auch gefragt bei der Morphologie. Und da geht es einerseits um die Form. Man muss beachten natürlich, dass das Gehirn auch sich wesentlich weiterentwickelt, im ersten Trimenon nichts mit dem zu tun hat, was im dritten Trimenon zu sehen ist. Aber die Form wird gefragt. Und Sie sehen, hier ist ein runder Kopf, das ist nicht normal. Wir haben eigentlich normalerweise immer einen länglichen Kopf. Sie sehen hier so eine Einziehung im vorderen Bereich, ein sogenanntes Lemmensein, wie wir es typischerweise bei den Neuralrohrdefekten finden. Hier eine Abflachung des Hinterkopfes, wie man es bei Chromosomstörungen oftmals sieht. Und hier sehen Sie auch eine Deformität der Stirn, eine Ausziehung nach oben. Also letztlich die Form ist wichtig und wie gesagt, die müssen Sie ja auch bei der morphologischen Beurteilung beachten. Der Anencephalus, wie hier im zweiten Trimenon, ist etwas, was eigentlich heutzutage im ersten Trimenon diagnostiziert wird und eben auch die Kopf- und Schädelbeurteilung beinhaltet. Der axiale Schnitt vom Kopf ist Standard, gehört zum zweiten Screening. Einerseits natürlich, um die Ventrikel zu beurteilen, den BIP zu messen, aber eben auch um das Kleinhirn. Auch das Kleinhirn gehört hier jetzt zur morphologischen Beurteilung dazu. Und die Ventrikel, die sollten hier im Bereich des Auslaufens des Plexus beurteilt werden, gemessen werden. Und ganz grob kann man sagen, bis 10 mm ist über die ganze Schwangerschaft normal. Und die Beurteilung der Hirnventrikel ist ja auch wiederum gefordert. Und hier sehen Sie eine milde Erweiterung mit 12 mm, 13 mm und 18 mm. Das sind natürlich dann ganz ausgeprägte Formen. Wichtig ist zu wissen, dass eine milde Erweiterung so zwischen 10 und 15 mm in der Allgemeinen mit einer sehr guten Prognose einhergeht und sonst nichts anderes ist. Also sprich, wenn die Morphologie sonst in Ordnung ist, dann und es sind 10, 11, 12, 13 mm, in allermeisten Fällen sind die Kinder gesund. Ich will nur ganz kurz hier vielleicht noch ein, zwei Anomalien am Kopf anschneiden. Natürlich ist nicht jede echofreie Struktur der Ventrikel. Es können auch Zysten zum Beispiel sein oder Parenchymendefekte. Aufpassen muss man mit der Plexuszyste. Die Plexuszyste ist ja im Plexus drin. Hier ist das Hinterhorn, hier die Plexuszyste. Hat als solche keine pathologische Bedeutung, geht praktisch immer wieder weg. Und im Hinblick auf Chromosomenstörungen muss man eigentlich nur an die Trisomie 18 denken. Wenn der Ultraschall sonst gut ist, braucht es eigentlich beunruhigend. Das Cerebellum ist gefragt. Sie sehen es hier, das normale Cerebellum im Transversal, also im Axialschnitt. Und hier sieht man das Cerebellum im Sagittalschnitt, hier ist das Corpus callosum und hier der kleine Hirnwurm im Sagittalschnitt. Also das Cerebellum ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und Sie sehen, so ist es normal mit der Zisterna magna. Und hier ein sogenanntes Bananasein beim Neuralrohrdefekt. Hier ist die Zisterna magna deutlich verschmälert. Und hier sehen Sie einen Defekt im kleineren Wurmbereich im Sinne einer Dendy-Walker-Malformation. Und das Kleinhirn, wie gesagt, ist eben wichtig im Hinblick auch auf die Diagnostik der Spina bifida, bei der die Zisterna magna verkleinert ist, man dieses Bananasein hat und eben auch diese Einziehung im Schädelbereich oftmals. Für weiterführende Untersuchungen gibt es auch noch zusätzliche Schnittebenen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Die wichtigste ist die Sagittalebene, bei der man auch das Corpus callosum und hier mit der Arteria pericardosa gut darstellen kann. Zum Gesicht. Das Gesicht gehört jetzt nicht zu der
habe ich noch? Ja, ein paar Minuten gerade mal. Genau. Das Gesicht gehört jetzt nicht zu dem, was gefordert ist, aber jeder versucht natürlich, das Gesicht darzustellen. Und Sie sehen hier das Profil, das 3D. Und das Profil kann einem schon Hinweise geben, auch auf Anomalien, auch viele Anomalien, auch eben auf die Lippenkiefer-Gaumenspalten, wie man es hier sieht. Wenn es einem nicht gelingt, das Profil richtig einzustellen, dann muss man immer daran denken, nicht nur denken, ich habe es vielleicht nicht gut getroffen, sondern vielleicht steckt tatsächlich auch eine Pathologie dahinter. Und Sie sehen die Lippenkiefer-Gaumenspalten. Dafür braucht man natürlich den Schnitt von vorne. Man sieht den Defekt in der Lippe und hier im 3D. Die Wirbelsäule ist gefordert in der morphologischen Beurteilung. Am besten schaut man sie in allen drei Ebenen an. Das 3D ist veranschaulich und schön, aber für die Diagnostik jetzt ohne große Bedeutung. Aber die Spina bifida zu erkennen, kann extrem schwer sein. Und schauen Sie hier diesen kleinen Defekt ganz am Ende der Wirbelsäule an. Und wenn das auch noch an der Wand anliegt, dann wird es ganz schwer, das zu erkennen. Und man darf sich auf keinen Fall verlassen auf das Kleinhirn. Das ist ein Kind jetzt mit einer Spina bifida. Und Sie sehen hier normale Cisterna magna und hier das Bild dazu im Ersttrimester-Screening, Neuralrohrdefekt. Sie sehen den Koronarschnitt und Sie sehen das Auseinanderweichen hier der Wirbelbögen und hier den Defekt später mit 17 Wochen. Ein ganz kleiner Defekt hier und hier, aber eben auch die Öffnung und auch in der 17. und 20. Woche das Kleinhirn normal. Also normales Kleinhirn schließt nicht eine Spina bifida aus. Die Spina bifida ist extrem wichtig, erstens im Hinblick auf den Geburtsmodus, aber andererseits auch, wissen Sie, gibt es inzwischen Möglichkeiten der intrauterinen Behandlung und zumindest sollte man das den Betroffenen auch anbieten. Thorax geht es vor allen Dingen um Zwerchfellhernie, der Magen jetzt hier neben dem Herz, oder um Anomalien wie zystische Fehlbildungen, wie man es hier sieht, die das Herz verdrängt haben, oder den sogenannten Sequester, einer Fehlanlage eines Teils der Lunge mit der Versorgung hier aus der Aorta. Also immer Unregelmäßigkeiten der Lunge geben den Verdacht dann auf eine Anomalie im Bereich der Lunge. Das Herz will ich nur kurz anschneiden, auch wenn es so wichtig ist. Der Vierkammerblick ist die Basis und der Vierkammerblick ist auch gefordert in der morphologischen Beurteilung des Feten. Aber wenn man letztlich die wichtigen Herzfehler anschauen will, dann muss man auch die großen Gefäße wie die Aorta und die Pulmonalis dazu nehmen. Sonst erkennt man nicht die Herzfehler, die wichtig sind, auch für die Geburt. Der Vierkammerblick natürlich in der Basis ohne die Farbe, aber die Farbe hilft einem bei vielen Fragestellungen. Und die Herzgröße. Sie sehen, das Herz ist vergrößert in Relation zum Thorax, ist von Bedeutung. Aber auch die einzelnen kann man beurteilen. Und Sie sehen hier, das linke Herz ist viel zu klein beim hypoplastischen Linksherz. Oder dann hier das rechte Herz ist zu klein bei der Tricuspidal-Atresie. Ventricle Septum-Defekte können klein oder auch so groß sein wie hier auf der rechten Seite. Wichtiger sind aber letztlich die Anomalien, die die Gefäße betreffen, hier wie hier der Fallo, die man dann im Vierkammerblick oftmals nicht sieht, oder gerade jetzt die TGA, ja, die Parallelstellung der Gefäße. Sie sehen das hier in der Farbe im Ultraschallbild, oder der Double Outlet Reitrendriegel, wo Sie sehen, dass beide großen Arterien aus der rechten Kammer kommen. Warum ist es so wichtig? Diese Kinder bekommen nach der Geburt sehr, sehr große klinische Probleme und sterben eben auch teilweise, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt, während zum Beispiel ein VSD oder etwas, was man im Vierkammerblick vielleicht leichter sieht, oftmals ohne größere Bedeutung ist. Letztlich ist es aber so, dass doch flächendeckend Herzfehler nur leider in dieser Größenordnung in etwa diagnostiziert werden, sprich also viel zu wenig, man muss noch sehr, sehr viel auf dem Gebiet machen. Und damit Sie wissen, dass es auch auf dem Gebiet Neuerungen gibt, sehen Sie hier zum Beispiel einen Fall des Aortenklappenstenose. Sie sehen, die Aortenklappe ist viel zu eng und das Foramen ovale ist zusätzlich eng. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, intrauterin zu agieren. Man kann die Klappe versuchen zu öffnen oder man kann auch versuchen, das Foramen ovale zu öffnen.
Und da gibt es inzwischen auch mehrere Gruppen, die sich damit intensiv beschäftigen. Und man sieht, dass auch in ansonsten aussichtslosen Fällen es in einem Großteil der Fälle möglich ist, das Herz so letztlich zur Geburt zu bekommen, dass nach der Geburt das Kind zwei Herzkammern hat, was sonst nicht möglich wäre. Hier sehen Sie einen Fall, bei dem man in das Foramen ovale einen Stent eingelegt hat, weil eine hochkarierte Aortenklappenstenose vorlag, das Foramen ovale zugegangen ist, das Kind wäre jetzt gestorben, man hat das eröffnet und Sie sehen den Blutfluss aus dem linken Vorhof in den rechten über diesen Stent. Ja, die anderen Themen würde ich nur kurz ansprechen, die vordere Bauchwand müssen Sie anschauen, Sie sehen hier den Bauchnabel und dann sieht man eben hier die Effekte dazu, Gastroschisis, Omphalocele, Gastroschisis. Das soll in der Morphologie erkannt werden bei der normalen Beurteilung. Die Harnblase soll dargestellt werden. Hier sieht man die Nabelschnurarterien nochmal ganz gut dazu. Die Nieren sind jetzt explizit nicht gefordert, aber natürlich schauen Sie auch nach den Nieren. Die Nierenarterien helfen einem manchmal, sie zu sehen. Und es gibt eine ganze Reihe von Anomalien, letztlich vor allen Dingen die Hydronephrose und die Zysten sind von Bedeutung. Und hier sieht man eine Megazystis mit einer Hydronephrose. Das sollte man auch erkennen. Und natürlich solche groben Veränderungen an den Nieren. Ja, zuletzt noch die Extremitäten. Die Femurmessung gehört natürlich zur Organdiagnostik dazu. Und Sie sehen hier, der Femur ist kurz, aber er ist vor allen Dingen auch verbogen im Sinne einer Skelettdysplasie. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Skelettanomalien, die von Bedeutung sind, insbesondere hier der Klumpfuß, oft ein Hinweiszeichen für andere Anomalien. Und da ist es so, gerade bei den Extremitäten, da hilft uns das 3D schon für die Darstellung vor allen Dingen. Hier sehen Sie normales Bein, hier den Klumpfuß. Hier sehen Sie eine Fehlbildung des Unterschenkels. Sie sehen hier diese extreme Deviation, hier im 3D-Bild auch natürlich viel deutlicher zu erkennen, auch für den Kinderorthopäden dann schon ganz gut nachvollziehbar, dass die Anomalie, die Kinderbeurteilungen im 3D auch besser. Hier sehen Sie die Hand, die fehlt und die überschlagenen Finger hier bei der Trisomie 18, die Fehlstellung oder jetzt hier die Hexadaktylie auch im 3D ganz gut zu sehen. Also sprich, die 3D-Diagnostik ist gerade bei den Extremitäten-Anomalien doch ganz gut geeignet, um die Anomalie besser darstellbar zu machen. Ja, ich hoffe, es ist mir gelungen, einige Aspekte, auch die neuer sind, im Rahmen der Erstsemesterdiagnostik, im Hinblick auf die Genetik, das Screening, die 3D oder auch Interventionen am Herzen oder beispielsweise bei neuralen Defekten darauf hinzuweisen. Vielen Dank.